Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und bevor wir zum heutigen Zoo kommen, muss ich nochmal eine kurze Sache anmerken. Nämlich unter dem letzten Bewertungsvideo haben einige Leute geschrieben, hä, warum ist denn mein Zoo nicht rangekommen? Ich habe den doch schon vor dem 12.01. eingeschickt, weil in der E-Mail-Adresse stand, ja, das ist das Safe Game vom 12.01. und so weiter und so fort. Ihr müsst immer bedenken, man kann auch noch, wenn man schon was eingeschickt hat, im Nachhinein ein Update von seinem Zoo schicken. Und genau das hat Jessie getan. Sie hat nochmal sozusagen ein Update vom 12.01. eingereicht. Das heißt, der Zoo war eigentlich ursprünglich vom 23.12., wenn mich nicht alles täuscht. Der 24.12. ist auf jeden Fall momentan der aktuelle Stand. Falls ihr davor eingesendet haben solltet, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Entweder ist eure E-Mail nicht angekommen. Kann gut sein, weil mein Postfach oft voll war und Fehler macht. Habe ich schon von einigen gehört. Oder ich habe irgendeinen Fehler gemacht, das kann natürlich auch sein, dann tut es mir sehr, sehr leid. Ja, wenn dem so sein sollte, also wenn ihr vor dem 24.12. eingesendet habt und nicht drangekommen seid, dann schickt mir das am besten nochmal ein, weil, ja, dann kann ich es leider nicht ändern, ist dann irgendwas schiefgelaufen. Aber das ist der aktuelle Stand. Also der 24.12. ist der aktuelle Stand von dem heutigen Zoo. Und jetzt kommen wir auch zu dem heutigen Zoo, denn der heutige Zoo, der kommt vom Gaming Boy und der hat schon mal einen Zoo eingeschickt. Und ich glaube, der war ganz cool. Aber jetzt kommen wir mal zu seinem neuen Zoo. Und der hat den Namen Theme Zoo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Schwieriges Wort. TH ist immer sehr, sehr schwierig. Und er schreibt natürlich auch eine kleine E-Mail dazu. Denn er schreibt: Hallo Dandy, das ist mein zweiter Zoo und mein bester Zoo. Ich habe für meinen Zoo circa 30 Stunden gebraucht. Mein Zoo heißt Theme Zoo. Mir ist kein anderer Name eingefallen. Wenn du Tipps hast, für mich kannst du sie sagen. Ich habe auch eine Aufgabe für euch. Wo ist das Thema des Zoos? Wo? Oder was ist das Thema des Zoos? Okay, da steht auf jeden Fall, wo ist das Thema des Zoos? Wir gucken mal, ob wir das Thema finden, ob es sich irgendwo versteckt hat. Dann hast du noch geschrieben, feier dich mega und weiter so. Viel Spaß, Gaming Boy. Vielen, vielen Dank, Gaming Boy, für deine zweite Einsendung. Und wir begeben uns jetzt in dein Zoo, den Theme Zoo. Und so schnell sind wir schon in deinem Zoo angekommen. Ich habe richtig gute FPS, das ist echt krass. Ich würde sagen, wir öffnen den mal wieder, den Zoo. So ein paar Besucher können nicht schaden. Und da wir so gute FPS haben, geht das auch völlig klar. Wir gehen jetzt direkt in dein Zoo rein. Ich möchte den Namen jetzt nicht nochmal aussprechen, weil der Name sehr, sehr schwierig ist. Werden wir wahrscheinlich gleich im Eingangsbereich oder so nochmal aussprechen müssen. So, hier geht es auf jeden Fall durch so eine wunderschöne Tür. Wir warten mal eben, bis die lieben Leute uns die öffnen. Tada! Wie von Geisterhand, sehr schön. Okay, hier ist einfach random eine Dusche. Ist hier ein Gehege? Oh mein Gott, wir sind direkt in einem Gehege. Okay, das ist eine coole Idee. Ich habe mich gerade gewundert, warum hier eine Dusche steht und hier auch dieses andere Ding. Wir sind hier direkt in einem Flamingo-Gehege. Ach, wie schön. Und das sind einige Flamingos. Voll die coole Idee hier unter der Brücke. Also das ist hier, glaube ich, eine Brücke. Wie es aussieht von hier unten. Gucken wir nachher auch noch von oben an. Aber unter der Brücke ist der Unterstand für die Flamingos. Das ist voll die coole Idee. Gefällt mir. Schon mal ein schönes Gewässer und kommt direkt hier ins Gehege. Finde ich cool. Das habe ich so jetzt auch noch nicht erlebt, dass man als allererstes ein Gehege betritt, wenn man in den Zoo kommt. Hier ist dann nochmal so ein kleiner Essensstand. Ein Essensstand im Gehege habe ich auch so noch nicht gesehen, glaube ich. Ist auch neu für mich. Ist dann nochmal so ein schönes Schild. Oh, sieht auch ganz gut aus. Ist noch teilweise ein bisschen kahl und so. Aber du hast ja auch bis jetzt nur 30 Stunden investiert. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Ich glaube, so ein paar kleine Felsen, ein paar Höhenunterschiede würden das Ganze noch ein bisschen nicer machen. Aber das geht schon klar. Gefällt mir ganz gut. Hier geht es dann erstmal über eine schöne Brücke. Und oh, ein wunderschönes Gewässer. Okay, ich frage mich gerade, ob wir nicht die Besucher doch ausstellen sollten, wenn ich das hier so sehe. Wir machen es mal lieber, Leute. Sonst kann ich wieder nichts sehen von den ganzen Aussichtsplattformen, weil die überall im Weg stehen. Das ist echt ein schöner Wasserfall. Der sieht cool aus. Der ist gut geworden. Hier alles schön begrünt, schön bepflanzt. Das gefällt mir sehr gut. Ich mag sowieso gerne Wasser im Eingangsbereich. Das ist hier schön gelöst, dass man erstmal über so eine Brücke geht. Halt übrigens auch so ein bisschen die Äuglein offen für das Motto von dem Zoo. Aber so wie es aussieht. Ah, wir kommen jetzt erst in den Zoo sozusagen rein. Das heißt, dieses ganze Flamingo-Gehege befindet sich noch vor deinem eigentlichen Zooeingang. Das ist eine coole Idee, gefällt mir. Schnell hier durch. Nur Personal. Okay. Hättest du das Schild dann nicht eher in diese Richtung machen müssen, hier so? Wobei,
Ja, doch schon. Ist doch so ein Wegeschild, oder? Das Personal geht in diese Richtung, Leute. Da kann auch sein, dass ich mich irre. Auf jeden Fall geht's hier in deinen Theme Zoo. Auch wenn wir das Motto noch nicht wissen von dem Zoo. Aber wir gehen mal hinein. Ganz gruselig und mystisch mit Nebel. Da sind wir. Und nochmal Wasser in deinem Haupteingangsbereich. Richtig cool. Ein schöner Springbrunnen. Oh, da kommt gute Laune auf. Fehlt nur noch so ein bisschen Musik. So ein paar schöne Boxen oder so. Die hätte ich mir noch gut vorstellen können. Sieht aber schön aus. Was ist denn da hinten für ein riesiger Felsen? Oh mein Gott. Ja, hier hast du aber viel gecopy-pastet. Das sieht man. Aber vielleicht ist es auch etwas, was ich eigentlich gar nicht sehen sollte, weil es so weit oben und im Hintergrund ist. Kann gut sein. Hier sind einige Läden und einige Geldautomaten. Also hier kann man, glaube ich, alles an Food kriegen, was man möchte. Ist meiner Meinung nach auch schon ein bisschen übertrieben. Also es ist ja eine riesige Einkaufsmeile oder Fressmeile hier. Wobei, man weiß halt nicht, wie groß sein Zoo ist, ne? Das werden wir jetzt ja gleich herausfinden. Gehen wir weiter. Aber es gefällt mir schon ganz gut hier, dieser Plaza mit diesem tollen Springbrunnen. Hier haben wir das erste... Ne, das zweite Tier, den Flamingo haben wir schon gesehen. Nämlich ein Vivarium mit... Mit was? Bin ich geduldig? Ja, ich bin geduldig. Ein Leguan. Ist das schon wieder ein albino-grüner Leguan? Die haben wir ständig momentan. Ist tatsächlich wieder ein Albino. Sind die so häufig oder warum habt ihr die alle? Ich weiß nicht mal, wie man im Sandbox-Modus ein Albino bekommt, wenn ich ehrlich bin. Ja, diese Toilettenhäuschen baue ich immer am liebsten ein, weil die finde ich halt optisch echt nicht so ansprechend. Aber das ist halt Geschmackssache. Oh, hier kommen wir, glaube ich, zu einem Wolfsgehege. Sieht zumindest so aus. Nee, es ist kein Wolfsgehege. Warum sind die überall Wölfe? Das sind einfach süße kleine Miezekatzenbabys. Schneeleopardenbabys, die gerade miteinander spielen. Oh, was sind so putzig? Und ich werde erstmal abgeschmissen. Wer hat das geworfen? Weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall mal rein in das Gehege. Schneeleoparden sind so süß. Ich habe ja schon in der letzten Folge gefragt, wer schon mal so einen in echt gesehen hat. Und da hat sogar jemand geschrieben, dass er schon mal Schneeleopardenbabys gesehen hat. Mega toll. Richtig coole Tiere, also wirklich. Würde ich mir gerne mal wünschen, so einen Schneeleoparden in echt zu sehen. Oh! Diese Animationen sind so putzig. Er hat einfach gerade mit dem Schwanz gespielt und wurde dann umgeworfen. Ach, sehr niedlich. Hier ist auch wieder ein cooles Gewässer. Die Gehege müssen wir uns auf jeden Fall nachher von oben noch angucken. Gehen wir jetzt erstmal hier weiter in Besucherperspektive. Zäune ein bisschen abrunden ist immer ganz schön. Also du hättest jetzt, glaube ich, hier so ein bisschen am Weg entlang abrunden können. Das wäre, glaube ich, cooler gewesen. Aber das Gehege an sich gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Hier kann man auch in die Höhle reingucken. Eine sehr gute Sicht hat man. Hier vielleicht noch den einen oder anderen Felsen. Gerade bei so Höhleneingängen und so. Damit das Ganze ein bisschen ja, natürlicher aussieht. Hier rechts haben wir... Oh, hier haben wir so ein... Auch so ein asiatisches Gebäude mit drei Vivarien, so wie es aussieht. Hier ist nochmal so ein kleiner Erfrischungsmarket. Das ist umsonst. Ich sehe hier keine Möglichkeit, was zu bezahlen. Na, könnte ja sein, dass hier ein Mitarbeiter hintersteht. So, schauen wir doch mal, was wir hier haben. Hier haben wir... Gute Frage. Da, ein Riesenläufer, brasilianischen Riesenläufer hieß er, glaube ich. Dann haben wir hier... Oh, was ist das für eine Schlange? Lass uns raten, Leute. Es ist keine Klapperschlange. Es ist, glaube ich, keine Anaconda. Es könnte eine Puffotter sein? Nee, das ist auch nicht. Wie heißt die denn? Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen nachgucken. Eine Abgottschlange, okay. Die habe ich auch noch nicht so häufig gesehen. Deswegen bin ich nicht auf den Namen gekommen. Haben wir hier? Oh, eine Spinne. Was ist das für eine Spinne? Lass uns auch hier wieder raten. Ich komme nicht richtig ran. Uff, was könnte das sein? Ich kenne leider nicht so viele Spinnen, wenn ich ehrlich bin. Ich schätze mal irgendwas Brasilianisches. Brasilianische Wanderspinne vielleicht? Ich bin der Beste. Ich bin der beste Reptilien. Nee, das sind nicht Reptilien. Insekten sind Spinnen, ne? Insektenkenner der Welt. Definitiv. Hier sind auch nochmal ein paar Dekosachen, auch sehr schön. Auch hier so ein schöner Dekowagen. Und hier rechts ist das nächste Gehege. Auch hier so ein bisschen abrunden wäre, glaube ich, cooler gewesen. Also ich finde das immer die Kombination aus abgerundeten Wegen und eckigen Gehegen daneben. Immer ein bisschen, ja, fragwürdig. Hier haben wir auf jeden Fall das nächste Gehege. Ist richtig viel mit Klippen gearbeitet. Nicht schlecht. Aber hier ist die Klippenarbeit gar nicht so schlecht.
Ein bisschen sieht man, dass du hier oft die gleichen Klippen benutzt hast. Also es ist hier so ein bisschen. Ah, die Übergänge, du kannst noch ein bisschen schöner hier, glaube ich, machen. Aber das ist auch nur minimal. An sich sieht das schon vom Gesamtbild sehr, sehr gut aus. Hier haben wir auf jeden Fall Japan-Makak. Die Mehrzahl von Japan-Makak ist übrigens Japan-Makak. Und nicht Japan-Makaks. So wie ich es letztes Mal gesagt habe. Habt ihr auch in die Kommentare geschrieben. Habe ich sehr drüber geschmunzelt. Ich weiß gar nicht, ob ich auf alle Kommentare geantwortet habe. Aber ich lese auch sehr häufig Kommentare einfach so nebenbei. Und antworte dann nicht darauf. Seid mir da bitte nicht böse, wenn ich das zeitlich nicht schaffe. Hier fehlt ein bisschen das Plätschern. Aber auch ein schönes Gehege an sich. Und hier auch so ein bisschen hochlaufen. Und dann hier so ein bisschen Musik machen. Das ist doch eine coole Sache. Das gefällt mir. Was ist eigentlich mit den Schatten hier los? Warum flackern die so? Habe ich die Einstellung noch nicht resettet? Oh nein! Egal. Können wir gleich mal gucken. Ich schaue mal ganz kurz hier meine Grafikeinstellung. Ich dachte, ich habe hier wieder alles auf Ultra gemacht. Weil nach dem letzten Zoo musste ich ja einiges umstellen. Oh, das wurde gar nicht umgestellt wieder. Tut mir leid, Leute. Ist jetzt hier wieder auf Ultra? Sehr hoch ist das Maximum. Okay, sorry dafür. Jetzt gehen wir wieder in den Zoo. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Haben wir auch wieder bessere Grafik. Hauptsache der Flamingo läuft hier über den Menschenweg. Geil. Finde ich nice. So, das ist der Eingangsbereich hier, das Flamingo-Gehege. Das sieht auch schon mal sehr gut aus. Dann ist das hier diese Fressmeile mit diesen wunderschönen Brunnen. Sieht auch sehr gut aus, ne? Schön gestaltet. Schönes Plätschern. Sehr angenehm. Und hier geht es dann weiter. Da haben wir einmal das Schneeleopardengehege. Und hier sieht der Wasserbereich hier richtig cool aus. Also der gefällt mir richtig gut. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ein Workshop ist. Muss aber nicht sein. Sieht aber sehr, sehr nice aus. Hier geht es auch nochmal in so eine Höhle rein, da plätschert es. Richtig schöner Wasserverlauf, richtig schöne Felsarbeit und auch alles schön begrünt. Und hier auch ein bisschen Schnee, das brauchen die ja. Das ist ein tolles Gehege. Ja, definitiv, das gefällt mir. Hier haben wir dann das Gehege von den Japan-Makaks. Ja, hier sieht man das so ein bisschen mit den Felsen, das du hier kopiert hast. Hier ist der Wasserfall unten, natürlich vom Plätschern her nicht ganz so gut. Aber alles in allem ist das schon in Ordnung. Hier hättest du vielleicht auch noch das Fließen so ein bisschen animieren können. Also, dass das Wasser sozusagen hier hinfließt und nicht direkt plätschert. Da gibt es ja diese Stromschnellen für. Boah, dahinter, oh mein Gott. Du hast hier richtig viel mit Felsen gearbeitet, so wie es aussieht. Und dahinter auch noch. Boah, das gucken wir uns gleich alles von oben an. Freue ich mich schon drauf. Ich kann übrigens das Motto von dem Zoo immer noch nicht sehen. Das Einzige, was ich ständig sehe, sind diese Dinger hier. Die stehen irgendwie überall. Guck mal. Ist das Motto von dem Zoo zufällig Affenskulptur? Ich weiß es nicht. So, wir gehen mal weiter. Hier haben wir sogar gerade einen fleißigen Mitarbeiter. Pearl Forster, du heißt jetzt anders. Du heißt jetzt Teget Cam. Weil wir weiter besichtigen wollen. Ja, wichtige Warnung, bla bla bla. So, hier geht's weiter. Ja, der Weg ist ja auch nicht ganz ideal von der Glättung her. Aber das, dieser Gewässerbereich, der gefällt mir richtig gut. Sieht nice aus. So, hier ist dann auch nochmal ein schöner Wasserfall. Du hast echt viel mit Wasserfällen gearbeitet. Das gefällt mir. Was machen die da? Kleine Miezelkätzchen, ist alles in Ordnung bei euch? Oder muss der Papa euch helfen kommen? Ja, komm, hier. Hey! Wie, kann ich die nicht so verlegen? Ging doch sonst immer. Was? Oh, ich habe gerade eins zum Isabel. Das ist gerade falsch verlegt. Habt ihr das gesehen, Leute? Ich habe die, glaube ich, ins andere Gehege verlegt. Die sollen nicht ins Bärengehege. Oh mein Gott. Nein, abbrechen. Ich glaube, die sind hier stuck, ne? Ey, sorry, Leute. Ich muss dir mal eben kurz helfen. Ich weiß, das ist Zeitverschwendung, was ich hier mache, aber ich kann mir das nicht mit angucken, wenn die Tiere in den Boxen gefangen sind oder die Tiere halt hier feststacken. Nicht, dass sie hier verhungern, wenn ich denn so besichtige. Gerade bei so süßen kleinen Kätzchen, da kann ich das nicht verantworten. So, Kätzchen, ihr seid wieder frei, ihr könnt wieder spielen. Wir gehen weiter. Und hier sieht man auch nochmal so ein bisschen das Gewässer. Also auf die Felsen da hinten bin ich ja nachher mal mega gespannt, wie das aussieht von oben. Scheint ja sehr vielversprechend zu sein. Hier ist das nächste Gehege. Und da chillt schon ein gemütlicher Isabelbär, was glaube ich. Boah, da hätte ich ja Angst. Ich hoffe, die Scheiben sind abgedunkelt. Ja. Sind sie.
Da geht es auch in eine schöne Höhle. Sieht natürlich auch ein bisschen kahl aus, ne? Bisschen Felsen, ein bisschen Bepflanzung noch. Kann nicht schaden. Aber wir müssen halt immer im Hinterkopf behalten, es sind nur 30 Stunden. Was ja auch nicht schlimm ist, ne? Man muss ja nicht immer ewig lange investieren. Hat ja nicht jeder Zeit, 1000 Spielstunden in den Zoo zu stecken. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde den Zoo bis jetzt sehr, sehr gut. Also gefällt mir. Ich bin mich sehr unterhalten. Und sehe hier auch sehr schöne Bauten. Was ist los? Hm? Was gibt's zu meckern? Die werden doch auch riesig, die Dinger, ne? Schau ich mal ganz kurz nach. Boah, so wenig nur. 135 Kilo. Das ist krass. Die sehen größer aus und schwerer aus, wenn ich ehrlich bin. Na gut, gehen wir weiter. So, hier ist auch wieder alles schön mit Klippen und bepflanzt so ein bisschen. Er ist auch wieder am Start und grüßt die Leute. Ja, das ist hier vielleicht auch nicht so ideal, vor der Scheibe direkt eine Klippe zu haben. Ja, also so ein bisschen Gestaltung gefehlt in dem Gehege auf jeden Fall noch. Aber das hast du wahrscheinlich zeitlich einfach nicht geschafft. Hier geht es dann wieder runter so ein bisschen. Hier ist das vom Weg schon ein bisschen besser. Also das geht klar. Da vorne war das ein bisschen sehr holprig, fand ich. Aber hier, das geht auf jeden Fall. Das ist in Ordnung. Ist schon, ja, ist ein bisschen steil, aber vielleicht so ein bisschen noch mehr überglätten. Aber ich kann das auch schon verstehen. Man hat den Weg platziert. Und das Problem bei Planet Zoo ist immer, man kann im Nachhinein jetzt hier nicht überglätten. Man müsste halt den Weg entfernen, glätten und dann den Weg platzieren. Oha. Das sieht auch cool aus. Hier haben wir wieder richtig viele Felsen und richtig viel Bepflanzung. Sieht aber hier sogar so ein bisschen copy-pasted aus. Eine Platzierung her. Ah ne, ich glaube das... Da weiß ich auch nicht. Diese drei Büsche sehen so gleich aus, aber daneben ist eigentlich nichts gleich. Ich glaube, das ist einfach Zufall. Sieht aber cool aus irgendwie. Ich mag das. Diese Kombination. Aber bei dir sieht das hier so um die Bäume und so fehlt immer so ein bisschen Bepflanzung. Und es ist sehr ebenerdig. Ich glaube, wenn du hier noch so ein paar Höhenunterschiede machst und ein paar Felsen und ein paar Pflanzen, dann sehen die Gehege richtig, richtig gut aus. Weil die Ränder, die gefallen mir schon sehr, sehr gut. Hier sind übrigens Tiger drin. Frage ist, welche Tiger? Das werden wir jetzt rausfinden. Phönix-Tiger. Tiger sind cool. Groß die sind, ne? Stellt euch mal vor, ihr begegnet so einen im Dschungel. Heftig. Sorry. Wir stören. Ja, auch hier am Rand und so ein paar Felsen und so. Schaden da sicherlich nicht. Aber auch wieder schönes Gewässer. Also das ist sich sehr mit Wasserfällen ausgetobt. Hier fehlt leider ein bisschen unten das Plätschern. So, wir gehen weiter. Nach links. Hier sieht man es auch nochmal mit den Tieren. Und hier können wir sogar... Oh, hier können wir nochmal in so eine kleine Fressbude gehen. Ist leider ein sehr eckiges Gebäude. Also da kann man sicherlich noch ein bisschen Zeit investieren und das Ganze ein wenig interessanter gestalten. Aber es ist eine coole Idee, dass man hier so ein Fressgebäude hat, wo man dann komplett das Tigergehege sehen kann. Finde ich nice. Auch abgedunkelte Scheiben. So muss sein. Das hier ist nur Personal. Also nichts für unsere Augen. Oh, und du kannst vielleicht noch den Boden ein bisschen absenken hier. Weil du siehst ja, wie die Füße versinken und auch hier die Bänke versunken sind. Das ist gar ganz einfach. Du markierst den Boden, kannst ihn einfach ein bisschen runtersetzen. Sollte schon ausreichen. Hier geht es zum nächsten Gehege und das sieht sehr wüstenmäßig aus. Hier haben wir Trampeltiere, cool. Ja, sieht natürlich auch sehr kahl aus hier, ne? Also, ich meine, Wüste ist ja an sich kahl, aber du hättest zumindest so ein bisschen unterschiedliche... Ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit und mal ein bisschen in deinem Zoo rum. Einfach hier so ein bisschen Stärke einstellen und dann so ein bisschen mit unterschiedlichen Tools auch mal ein paar Unterschiede so reinbringen. Ich glaube, das macht schon ganz gut was aus. Dann sieht das Ganze ein bisschen interessanter aus vom Boden. Muss man sich da halt so ein bisschen austoben, vielleicht auch mal ein bisschen grün. Ich weiß ja nicht, je nachdem, was gerade passt. Aber wenn alles komplett gleichmäßig ist, sieht es immer nicht ganz so gut aus. Und auch hier der Hintergrund passt natürlich jetzt nicht so, ne, bei einer Wüste. Da hättest du vielleicht Wüstenfelsen oder so nehmen sollen. Aber Trampeltiere sind auch cool. Habe ich bis jetzt sehr, sehr selten gesehen. Was sind denn jetzt Trampeltiere? Sind das kleine Kamele oder was? Kamele sind ja mit zwei Höckern. Das andere waren... Das andere mit einem Höcker waren Dromedare. Ist das jetzt richtig? Letztes Mal habe ich, glaube ich, gesagt Andromeda. War ganz schön peinlich, als ich das in den Kommentaren gelesen habe. Ich hoffe, Dromedar war jetzt richtig.
Ansonsten korrigiert mich gerne wieder. So, was haben wir hier? Da oben ist auch noch ein Sound. Oh, interessant. Da klingelt es auch schon. Irgendwas ist ausgebüxt. Nächstes Gehege. Ja, du scheinst hier allgemein noch nicht so gestaltet zu haben an den Rändern und so. Sieht immer so ein bisschen kahl echt aus. Bisschen schade. Aber kannst du ja gerne noch machen und den Zoo nochmal einschicken. Grizzlybär haben wir jetzt hier. Die werden aber schwerer, ne? Jetzt machen wir den Vergleich. Hier. 220 Kilo, ja, das ist natürlich schon ordentlich, ne? Ein ganz schöner Brummer. Süß ist er, ne? Keine Frage. Definitiv keine Frage. So, gehen wir nochmal hier hoch, gucken mal eben. Ja, sieht. Der Boden sieht halt wirklich immer so ein bisschen kahl aus. Sieht noch sehr unfertig aus, leider. So, weiter geht's. Da oben ist auch wieder ein cooles Gebäude. Ein bisschen Deko und so. Haben wir hier. Ist das auch noch Bärengehege? Was sind hier andere Bären drin? Ich weiß es nicht. Oder ist das gleiche Bärengehege? Nee, ist ein anderes. Ah. Kann es sein, dass Bären dein Motto sind? Taiwanischer Schwarzbär haben wir hier. Okay. Gehen wir weiter. Ich hoffe, ich habe mich noch nicht verlaufen. Aber bis jetzt sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Oh, hier geht es steil nach unten. Oh mein Gott, okay. Aber guck mal hier die Landschaft an. Ui. Immer mit viel Arbeit hier entstanden. Wobei das sehr viel Copy-Paste ist, denke ich mal. Aber sieht auf eine gewisse Art und Weise sehr cool aus, muss ich sagen. Also ich glaube, so ein paar Unterschiede hättest du da schon noch mal mit hinmachen können. Dass da mal die eine Sprachfehler, dass die eine Wand so ein bisschen glatter mal ist oder dass da ja einfach so ein bisschen Unterschied ist. Sieht sehr, sehr gleichmäßig halt aus und dadurch wirkt es halt sehr kopiert. Und vielleicht auch von der Bepflanzung mal einen oder anderen größeren Baum mal dazwischen machen oder mal eine Stelle nicht bepflanzt, hast du ja sogar einige Stellen. Ich glaube, so ein paar Unterschiede da drin wären nicht schlecht gewesen. Aber ich finde es irgendwie cool vom Stil her. Gefällt mir. Hier ist auf jeden Fall... Oh! Alter, ein riesiger Wasserfall. Okay, der ist krass. Der ist wirklich krass groß. Den müssen wir uns nachher nochmal von oben angucken. Hier fehlt aber auch unten ein bisschen das Plätschern. Und man sieht leider die Düsen hier. Aber bei so einem großen Wasserfall ist es auch sehr, sehr schwierig, das alles perfekt zu machen. Hier haben wir auf jeden Fall Ganges Gaviale. Auch sehr cool. Chillen hier so ein bisschen ihr Leben. Kriegen lecker Fisch. Ja, diese niedrigen Wände finde ich immer ein bisschen unpraktisch. Wenn man mal guckt, das ist die Erwachsenenperspektive. Das glaube ich, so ein bisschen höher kann man die schon noch machen. Sonst blockiert die so ein bisschen die Sicht, denke ich mal. Weil die ist ungefähr auf Augenhöhe, ne? Hier diese Kante. Bisschen doof. Was geht's denn hier hin? Ah, hier ist immer so ein kleines Toilettenhaus mit ein paar Essmöglichkeiten. Cool. Ist ganz schön groß hier, ne? Hätte ich nicht gedacht. Nur Personal. Mein PC ist gerade voll laut. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ihr dreht gerade richtig durch. So, hier haben wir Panda-Bären. Okay. Auch cool. Aber du hast diese Felsen wirklich komplett durchgezogen durch den Zoo, ne? Also ich glaube, so ein bisschen Unterschiede wären schon nicht schlecht gewesen. Aber Leute, für 30 Stunden sieht der Zoo schon richtig gut aus. Also ehrlich, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wenn ich überlege, was ich in 30 Stunden baue. Du hast ja schon echt einen riesigen, gut aussehenden Zoo gebaut, der auch funktioniert. So, hier geht es nochmal in die nächste Hütte, so wie es aussieht. Ja, die Hütte haben wir gerade auch schon mal so gesehen, aber die hat hier, glaube ich, eine richtig coole Aussicht. Aber man sieht leider keine Tiere oder kein Gehege. Doch, da hinten. Entweder Komodo-Warane oder Nil-Warane, da bin ich mir nicht sicher. Können wir gerade auch leider nicht anklicken. Machen wir gleich. Ah, hier vorne ist auch ein Gehege direkt. Ah. Was haben wir denn hier? Ah, chinesische Schuppentiere. Ach, wie süß. Sehr, sehr süß. Genießt auch mal die Aussicht hier, Leute. Diese Felsen. Also man sieht halt schon, dass es copy-pasted ist, leider. Aber die Idee ist cool. Die Idee ist sehr, sehr cool. Auch mit dem Hintergrund hier. Fällt mir. So. Ja, das haben wir ja gerade schon gesehen hier. Haben wir auch nochmal so ein paar Klettermöglichkeiten. Als nächstes haben wir irgendeine Echse. Die Frage ist, welche ist es? Hier ist es der Komodo-Varan.
Boah, der ist auch krass, ne? Cooles Tier. Habe ich leider auch in echt noch nie gesehen. Und die haben eine coole Aussicht, die Komodo-Warane. Nicht schlecht. Und das nächste Gehege. Boah, wie viele Gehege du hast und wie viele Tiere. Das ist krass. Okay, hier haben wir Leistenkrokodile. Mampfen. Ich dachte gerade, du würdest mich fressen. So, hier geht auch ein Wasserfall ab, so wie es aussieht. Wahrscheinlich sogar ein Wasserfall, den wir vorhin gesehen haben. Gucken wir uns gleich von oben an. Boah, dein Zoo geht immer noch weiter, krass. Ah, hier ist du angefangen mit dem Arktik-DLC. Einfach mal so eine kleine Schneeecke hier hingebaut. Und hier klingelt's, das heißt, hier ist irgendwas ausgebüxt. Ist hier die Aussicht? Oh, die Aussicht ist cool. Die ist richtig nice. Auf die Bärengehege hier. Und da chillen sie ihr Leben. Ja, wieder zurück. Ja, du hast halt dann auch diese Gebäude und so gecopy-pastet. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Die kann man aber natürlich auch noch ein bisschen mehr verkleiden, die Gebäude. Definitiv. So, hier haben wir noch eine kleine Fressbude. Ein Coffee, $1. Oh, das ist aber fair. Für ein Zoo. So, was haben wir denn hier? Wir gehen einfach direkt rein, Leute. Wir haben hier kleine, fiese, rote Pandas, die ausgebüxt sind. Hier klingelt auf jeden Fall die Glocke. Leute, sagt ehrlich, wie viele von euch freuen sich, wenn sie dieses Geräusch hören? Schulschluss! Ling, ling, ling. Okay, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Kann das sein? Ich glaube schon. Wir schauen uns das Ganze jetzt von oben an, Leute. So, hier sind wir gerade langgelaufen. Sieht schon sehr interessant aus. Oha, okay. Das ist gar nicht mal so groß. Das ist schon sehr cool verwinkelt gebaut. Das gefällt mir. Also der Rundgang hier gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr linear, der Weg. Aber dadurch habe ich mich zum Glück nicht verlaufen. Was natürlich immer ein bisschen unpraktisch ist als Besucher, wenn du am Ende angekommen bist und dann wieder komplett zurücklaufen musst. Das ist ein bisschen unpraktisch. Deswegen sind eigentlich in der Regel Rundkurse am besten. Vielleicht hätte man hier noch einen Weg so zurückführen können oder sowas mit ein paar Gehegen, damit die Leute nicht wieder den gesamten Weg zurücklaufen müssen. Aber an sich finde ich die Struktur schon sehr, sehr cool. Aber das sieht man halt, dass es hier sehr viel copy-pasted ist. Also so ein paar Unterschiede musst du da auf jeden Fall einbauen. Aber ich finde die Idee wirklich sehr, sehr cool mit diesen ganzen Felsen, das zu verbauen. Sind natürlich auch viele Teile, aber der Zoo leckt bis jetzt kein bisschen. Also scheint noch gut zu laufen. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Also hier sind wir lang gelaufen. Ich hoffe, ich habe wirklich alles gesehen. Geht's dem gut? Was zur Hölle? Okay. Stören wir nicht weiter. Der sleept, aber in einer komischen Position. Genau, die Trampeltiere. Dann kommen hier die Bären. Sind wir hier lang gelaufen. Hier waren dann die Ganges-Gaviale. Das war nur Personal. Ich glaube, wir konnten gar nichts verpassen. Also das war sehr, sehr gut geregelt, dadurch, dass der Weg so linear war und man keine Abzweigung hatte. Das ist ganz cool. Ja, toller Zoo, hat mir sehr gut gefallen. Das Thema und Motto habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht gefunden. Ich würde es jetzt einfach mal auf Bären schätzen. Weil ich glaube, ich habe hier am meisten Bären gesehen und gerade im Eingangsbereich und so standen ja wirklich viele Bärenskulpturen. Kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben, lieber Gaming Boy, was jetzt das Motto in deinem Zoo gewesen wäre. Aber ich fand den Zoo an sich ganz cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was so ein bisschen verbessert werden kann, habe ich dir ja schon so ein bisschen erläutert. Und ich würde sagen, jetzt seid ihr dran, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Gaming Boy fandet. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.